Kanitzky und Marx sind ja angetreten mit dem Wunsch, die Kunst zu reformieren und eine Revolution der Kunst einzuleiten. Und wenn man das machen will, macht man ja bis heute eigentlich etwas. Man geht nicht unbedingt ins Fernsehen oder in eine Talkshow oder so, sondern man macht ein Buch. Und sie wollten ein Buch machen, das eigentlich ihre Ideen am besten darstellt. Und die Idee war, dass sie eben kein Programm machen wollten, dass sie eigentlich kein Manifest machen wollten, dass sie keine Malanleitung geben wollten, sondern dass sie in einem Buch, das ein Almanach werden sollte, ein Almanach, der häufig erscheinen sollte, effektiv dann nur in zwei Auflagen erschienen, dass sie aber in diesem Buch verschiedene Stimmen vereinigten, verschiedene Texte vereinigten, hauptsächlich von Künstlern, über Kunst und über Musik und über Theater. Und dass sie diese Texte mit Bildern kombinierten. Und diese Texte untereinander geben eine Bedeutungsebene, wenn man so will. Und die Bilder untereinander eröffnen eine neue Bedeutungsebene. Und die Beziehung zwischen Text und Bild eröffnet wieder eine andere Ebene. Sodass sich wirklich auch in diesem Buch verschiedene Ebenen von Bedeutung, verschiedene Möglichkeiten der Interpretation anbieten. Und der entscheidende Begriff, der alles zusammenhängt, der hauptsächlich von Kandinsky benutzt worden ist, ist der Begriff der inneren Notwendigkeit. Schwer zu sagen, was das ist, aber es ist eigentlich eine Anregung an den Betrachter, diese Beziehungen zu erforschen und herzustellen. Und indem der Betrachter das tut, ergibt es, wie Kandinsky formulierte, Vibrationen. Und diese Vibrationen sind ein schöpferischer Geist, der sich mitteilen soll. Wir haben hier in diesem Raum das Buch als Objekt ausgestellt. Es ist in verschiedenen Auflagen oder in verschiedenen Ausgaben erschienen. In einer Luxusausgabe, die in blaues Leder gebunden worden ist, mit einem geprägten Signet von Kandinsky, dessen Reinzeichnung wir hier ausstellen, in einer einfacheren Ausgabe mit einem Holzschnitt von Kandinsky, den es in drei Farben oder in zwei Farben gibt. Mir gefällt persönlich diese zweifarbige Fassung viel besser. Und wir zeigen dann dieses Buch. Wir haben, glaube ich, sieben Originalexemplare der ersten und zweiten Auflage hier im Raum versammelt. Wir zeigen das Buch an verschiedenen Seiten aufgeschlagen und zeigen die unterschiedlichen Bildbeziehungen in diesem Buch. Und die konfrontieren wir teilweise mit den originalen Werken, die im Buch abgebildet werden. Und möchten damit sozusagen im Sinne von Kandinsky ganz eigene Vibrationen beim Betrachter erschaffen. Es ist nicht so, dass die Originalwerke teilweise von Kandinsky und Marx gar nicht gesehen worden sind. Es sind einfach Fotografien, die ihnen zugeschickt worden sind, die sie im Buch arrangiert haben. Sie haben das also sehr, sehr, sehr frei gehandhabt, diese Frage des Illustrierens dieses Buches. Nicht bei allen Originalwerken im Almanach gebildet sind, kann man auch dann gleich das aufgeschlagene Buch daneben sehen. Aber wir haben einen Almanach, den man durchblättern kann per Touchscreen. Also man kann hier wirklich alle Beziehungen, alle Werke, die hier ausgestellt sind, in ihrer Beziehung im Almanach erleben. Aber wir haben einige sehr signifikante Gegenüberstellungen herausgearbeitet, zum Beispiel diese sehr, 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 sehr schöne Beziehung zwischen dem Bild, Votivbild dieser Madonna mit dem Satz der befruchtende weiße Strahl von Kandinsky aus dem Aufsatz Die Formfrage oder die Beziehung zwischen dem Selbstporträt von Arnold Schönberg und dem kleinen Bild von dem Henri Rousseau aus dem Besitz ehemals von Kandinsky. Dieser Hühnerhof, der auch in der Werbung für den Almanach verwendet worden ist, was natürlich als Skandal empfunden worden ist, ein Hühnerhof wurde zu Werbemitteln für dieses wichtige Buch von Kandinsky und Marx bewusst benutzt. Schönberg spielt, wie schon gesagt, eine wichtige Rolle in dieser Ideensammlung, die der Blaue Reiter ist. Nicht nur, dass Musik von Schönberg, aber auch von Alban Berg und Anton von Webern im
Almanach abgedruckt worden ist, sondern Schönberg war ja auch Maler und er ist auch als Maler im Almanach präsent, eben mit diesem sehr eindrucksvollen Selbstporträt oder Vision heißt es. Nicht? Kandinsky schreibt einmal an Schönberg, so wie Sie komponieren, so anarchisch eigentlich, so methodisch anarchisch, so möchte ich malen. Ein bisschen die Worte abgewandelt. Kandinsky hat, Schönberg hat ja diese 12-Ton-Technik entwickelt, die hier im Almanach der Blaue Reiter einen sehr wichtigen Auftritt hat. Und das ist also eine ganz bewusste mathematische Gegenentwicklung zur Tradition, zur musikalischen Tradition. Und darauf bezieht sich Kandinsky in seinen Bildern, vor allem in seinen späten Bildern. Im Almanach sind verschiedene Texte versammelt von Künstlern und von Musikern. Texte über Kunst, Musik und Theater. Und diese Texte sind kombiniert mit Bildern. Und die Texte untereinander ergeben sozusagen eine Stimme, sind aber eigentlich sehr unterschiedlich. Also es gibt schon mal einen Chor aus verschiedenen Stimmen. Dann gibt es noch die Bilder, die sind auch sehr unterschiedlich. Die entwickeln in sich so eine Art Bedeutungsebene. Die haben auch eine Bedeutungsebene in ihrer Beziehung zum Text. Sodass eigentlich die Bilder und Text in verschiedenen Stimmen miteinander kommunizieren in diesem Buch. Das muss man eigentlich wirklich mal in die Hand nehmen oder hier an diesem Touchscreen mal durchblättern. Oder sich die Ausstellung die mit den aufgeschlagenen Büchern genauer ansehen, um sich klarzumachen, um was es hier geht. Die Bilder oder die Werke, die abgebildet sind, haben ja an sich überhaupt nichts miteinander zu tun. Die sind wirklich sehr unterschiedlich. Die werden hier eben in einen Zusammenhang gesetzt und durch etwas zusammengehalten, was Kandinsky als, vor allen Dingen Kandinsky aber auch Marx, als innere Notwendigkeit bezeichnet hat. Innere Notwendigkeit bezeichnet so eine Art Seelenverwandtschaft der Künste und der Künstler. Ist ein schwieriger Begriff. Das muss eigentlich jeder für sich selber beantworten, was es sein könnte, indem er sich mit dem Buch und mit den Bildern beschäftigt. Und diese Beschäftigung erzeugt, wie Kandinsky das genannt hat, Vibrationen. Ja? Das erzeugt das öffnet so eine Art Blick in eine geistige Welt. Nicht das Geistige ist auch ein ganz, ganz wichtiger Begriff, der immer wieder vorkommt. Eine geistige, kreative Atmosphäre, die eigentlich sozusagen am Anfang oder sozusagen auch der Urgrund aller neuer Kunst sein muss, wie sie Marx und Kandinsky propagierten.